Christus ist auferstanden, mit ihm leben wir. Frohe Ostern wünsche ich euch allen. Im Namen Gottes sind wir hier versammelt. Gott ist der Grund unseres Lebens. Jesus Christus zeigt uns die Liebe Gottes zu uns Menschen. Gottes Geist gibt uns die Kraft, diese Liebe an andere in Wort und Tat weiterzugeben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, durch den Herrn Jesus Christus in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, wir fangen das gleich gut an, nämlich mit einem niederländischen Lied. Jesus tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Jesus, zu dir kann ich kommen, so wie ich bin. Lasst uns aus dem blauen Heft die Nummer 40, 1 bis 3 singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht das beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin. Und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir darf ich mich geben.
muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Du siehst, was mich zu dir zieht und dass es mich von dir noch trennt. Und so leg ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin, denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Das Beste nur im Sinn, darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Haben uns gestern Nachmittag spontan überlegt, nicht meine Predigt, die ich schon geschrieben habe, zu halten, sondern eine Dialogpredigt zu machen. Einfach mal so aus dem Bauch heraus. Ja, nicht ganz. Ne? Wir haben uns mit dem Bibeltext beschäftigt und uns auch unterhalten darüber, was Ostern uns bedeutet. Als erstes habe ich hier ein Bild, das findet sich im Jugendboten, wer den gerade schon gelesen hat. Ostern, frohe Ostern, Fakt oder Fake? Heute ist 1. April, Aprilscherze, kennen wir alle. Ist Ostern eigentlich auch so ein Aprilscherz? Könnte man ja drauf kommen, wenn gerade Ostern auf den 1. April fällt. Wir haben, oder ich habe mir einen Predigttext rausgesucht, denn ich denke, um Ostern zu verstehen, um es deutlich zu machen, ist es am allerbesten, wenn wir einfach mal bei den Zeugen nachlesen, bei denen, die Ostern sozusagen hautnah erlebt haben, am eigenen Leib. Und das Markus-Evangelium erzählt dazu eine Geschichte von drei Frauen, die lese ich jetzt mal vor. Markus 16, 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging, und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an. Und sie setzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesehen hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Ostern, liebe Jana. Ja. Und dann dieser Bibeltext. Was sagst es dir? Genau. Nochmal guten Morgen auch an alle und frohe Ostern auch von meiner Seite. Ja, wie Dieter gerade schon gesagt hat, wir haben uns in Vorbereitung zu diesem Gottesdienst natürlich auch viel unterhalten über die Ostergeschichte, auch über den Bibeltext. Und was mir immer wieder einfällt, ist das Wort unglaublich. Und das Wort unglaublich nutzen wir immer und immer wieder in unserem Alltag, entweder weil etwas total gut ist, wow, das war unglaublich,
oder weil etwas richtig mies gelaufen ist. Oh, unglaublich, dass das schon wieder passiert ist. Wir haben also einen Begriff, der sämtliche Emotionen darstellen kann. Und auch bei Ostern fällt mir immer wieder das Wort unglaublich ein. Und gleichzeitig macht mir das auch ein bisschen Sorge, denn schließlich reden wir auch von unserem Glaube. Wir glauben an Gott, wir glauben an den Heiland, wir glauben an den Heiligen Geist. Und dann aber mit Ostern denke ich an unglaublich. Und trotzdem versuche ich mich dann wieder daran zu erinnern, Ostern ist der Kern unseres Glaubens. Ostern ist das, was uns als Christen ausmacht. Das ist das, was unseren Glauben so besonders macht. Und trotzdem stelle ich mich jedes Jahr wieder aufs Neue darauf ein, mich damit auseinandersetzen zu müssen, dass unser Glaube eigentlich so unglaublich ist. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber auch wenn ich dann die Bibelverse dazu höre, den Frauen und Männern von damals ging das nicht viel anders. Auch sie haben erstmal richtig Angst bekommen und haben sich erschrocken. Und wir wollen immer uns an Ostern das Gute erinnern. Und gleichzeitig muss ich mir zumindest eingestehen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss mir öfters eingestehen, ich muss mir das echt mal vor Augen führen. Man sagt das so leicht, Christus ist auferstanden, aber was bedeutet das letzten Endes eigentlich für mich? Ich nehme mal dein Stichwort auf, unglaublich, denn Martin Schröer hat ein Bild gezeichnet zum Thema Auferstehung. Und in dem Interview, das er dazu gegeben hat, sagt er, ich habe versucht, das einzufangen, dieses Unmögliche, an das wir ja eigentlich glauben an Ostern. Und ich denke, ihr seht es alle, es ist eine Steinplatte, die hochgehoben wird, an vier dünnen Fäden festgehalten. Und diese Fäden wiederum sind im Schnabel eines Vogels, der diese schwere Platte hochhebt. Eine unmögliche Möglichkeit. Ich finde, es drückt sehr gut Auferstehung aus. Und natürlich werden wir erinnert an das Grab, an dem der Stein weggerollt wird. Hier wird er hochgehoben. Das ist ja die erste Unmöglichkeit, die diese Frauen erleben. Sie wollen zum Grab, sie wollen Jesus noch einmal die letzte Ehre geben, seinen Leichnam salben. Sie haben ausgehalten, die Jüngerinnen. Die Jünger, die Männer sind schon lange weg. Die sind wahrscheinlich schon an dem Abend, als Jesus festgenommen wurde, aus der Stadt geflohen Richtung Galiläa, weil sie sich gesagt haben, alles ist vorbei. Wir sind bitter enttäuscht worden. Dieser Jesus, den wir doch als den Messias gesehen haben, als den Retter des Volkes Israel, ja, er hat versagt. Er wird gekreuzigt, damit ist alles vorbei. Lasst uns zurückgehen nach Hause. Nur die Frauen, die haben ausgehalten. Sie sind nicht geflohen, sie haben an Jesus festgehalten. Was, wenn ich das mal fragen darf, sagt dir das zum Thema Männer und Frauen? Vielleicht auch. Nun ja. ich könnte natürlich jetzt auf die feministische Seite gehen, aber ich glaube, wenn man das so betrachtet, da werden wir auch im nächsten Lied das Thema auch mit ranbringen. Diese Auferstehung und auch unser Glaube ist für jeden da. Und es ist nicht nur, wie das damals häufig so gedacht wurde, was für die Männer, was für die Erwachsenen, sondern eben auch für die Frauen. Und wir haben auch in Jesu Leben ganz viel mitbekommen, wie er viel bei den Frauen auch war, viel bei den Kindern war, was zu dem Zeitpunkt sehr, sehr unüblich war und hat jeden Menschen gleich gesehen. Und in dem Moment, dass ja, wir Frauen es waren, die da dieses offene Grab gefunden haben, das ist für uns, wenn wir es heute lesen, vielleicht nicht mehr ganz so besonders, aber wenn man sich das mal vorstellt, vor 2000 Jahren, was das bedeutet haben muss, vor allen Dingen
Ich meine, die wurden vielleicht auch nicht immer ganz ernst genommen. Wenn ich mir das vorstelle, wenn ich als Frau mit so einer Nachricht zu der Zeit zu meiner Familie oder zu Männern hingegangen bin, um zu sagen, hey, das Grab ist leer, hätten sie einem das geglaubt? Genauso die Frage ist, glauben sie es uns heute? Und damit meine ich nicht nur Frauen, sondern glauben andere Menschen uns das heute? Habt ihr es mal probiert? Seid ihr mal rausgegangen auf die Straße und habt gesagt, hey, wisst ihr was? Jesus ist auferstanden. Und ich glaube, heute können wir uns alle sehr, sehr gut mit den Frauen identifizieren, weil wir heute vielleicht genauso schief angeguckt werden wie die Frauen damals. Frauen in der Bibel mit der Osterbotschaft spielen eine ganz wichtige Rolle. Maria Magdalena, hat der Papst jetzt vor kurzem gesagt, ist die erste Zeugin, die erste Apostelin. Sie haben aber dann in der Kirche eine geringe Rolle gespielt. Die Männer haben sie sozusagen zur Seite gedrängt, als die Sache dann ein bisschen wichtiger wurde. Erinnert werde ich an zwei Sachen. Ich habe die hier vor kurzem schon mal gesagt, an einen Bischof aus Rumänien, der sagte, wir haben mittlerweile nur noch Frauen, die Pastorin werden wollen. Der Grund dafür ist, früher war der Pastor so wichtig wie der Bürgermeister. Heute in den Dörfern und Gemeinden hat der Pastor eigentlich keine große Rolle mehr. Männer wollen immer einen Beruf haben, wo sie wichtig sind. Und deswegen werden Männer jetzt keine Pastoren mehr, sagte er. Und das andere, an das ich erinnert werde, ist an die Sowjetunion. Nach dem Ende der Sowjetunion ist der christliche Glaube in Russland und in anderen Ländern wieder wach geworden. Und das hatte damit zu tun, dass die Großmütter im Geheimen, in den Familien, den Enkelkindern vom Glauben erzählt haben. Hätte es die Frauen nicht gegeben in Russland, wäre es ganz anders heute mit der christlichen Kirche, mit der orthodoxen Kirche in Russland bestellt. Also Frauen haben in der Kirche mal eine ganz wichtige Rolle gespielt. Die Frauen gehen jetzt zum Grab, sind erst einmal erstaunt, der Stein ist weg, das ist erstaunlich, aber jetzt auch noch nicht unmöglich. Die Frage für sie wird sicherlich gewesen sein, wer hat bloß diesen Stein weggeräumt? Und dann lesen wir, dass sie reingehen und dann sehen sie einen jungen Mann, einen Jüngling. Verwunderlich, ja, aber auch noch nicht unmöglich. Und dann sagt dieser junge Mann ihnen etwas. Der sagt, schaut her, hier hat Jesus gelegen, der Tote. Er ist nicht mehr tot, er ist auferstanden. Geht zu den Männern, die schon längst abgehauen sind, die schon alles aufgegeben hat, und erzählt ihnen die frohe Botschaft. Also all das, was die Frauen sehen, ist zwar verwunderlich, aber ja nicht unmöglich. Dass irgendjemand den Stein weggeräumt hat, ist nicht unmöglich. Und dass dann ein junger Mann im Grab steht, man erschrickt vielleicht, aber auch noch nicht unmöglich. Das Unmögliche ist nicht das, was sie sehen, sondern das, was sie hören. Denn auch diese Frauen hatten sich damit abgefunden, dass Jesus tot ist. So wie die Männer. Und plötzlich wird das, was für sie selbstverständlich ist, dass das Leben beginnt, dass man es lebt und dass man irgendwann mal stirbt und damit ist es zu Ende, mit dieser Selbstverständlichkeit, die wird auf einmal in Frage gestellt. Und sie reagieren eigentlich so, wie ich auch reagieren würde, denke ich mal, ne? Oder? Wie siehst du das? Ja, würde mir, glaube ich, auch so gehen. Beziehungsweise in der Bibel steht, dass sie erschrocken waren und Angst hatten. Ich glaube, ich würde erstmal, es klingt doof, aber ich würde vielleicht erstmal lachen, weil ich es nicht glauben würde. Bin ich ganz ehrlich. Ich meine, wem passiert sowas schon mal? Und bis heute, ich meine, wir wachsen oder viele von uns sind mit dieser Geschichte aufgewachsen. Und es ist doch immer noch wieder eine Herausforderung, sich das vorzustellen und vor den Augen zu führen. Und manchmal fällt es leichter. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich habe manche Tage, da geht das gut. Da kann ich das auch offen sagen. Und an anderen Tagen geht es vielleicht nicht ganz so gut. Und ich glaube, das Wichtigste an der Stelle ist, dass man da auch einfach weiß zu vertrauen. Also wir haben keinen Beweis dafür, keinen
Video, dass das passiert ist damals. Wir haben keinen biologischen Beweis dafür, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Wir haben nur unser Vertrauen in Gott, dass es so gewesen ist. Manchmal ist das Vertrauen stärker, manchmal ist es ein bisschen schwächer. Aber das Schöne für mich an Ostern ist auch, jeder hat ja auch eine andere Verbindung zu Ostern. Ich musste vorhin an den Text denken, den Irene auch vorgelesen hat beim Frühstück, diejenigen, die dabei waren, dass sich so vieles zum Guten wenden kann und wir dem vertrauen dürfen und dass Ostern uns einfach daran erinnert, dass wir das nicht nur an Ostern können, sondern an jeden einzelnen Tag unseres Lebens. Ich lese uns noch einmal den letzten Vers vor. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Ursprünglich endet das Markus-Evangelium mit diesen Worten. Wir können das nachlesen, da ist ein Sternchen dran. Was dann folgt, ist erst in die Handschriften 120, 140 Jahre später hinzugefügt worden, weil die Menschen unzufrieden waren mit dem Ende dieses Evangeliums. Ich meine die frohe Botschaft, Evangelium heißt frohe Botschaft. Und dann endet diese frohe Botschaft von Jesus mit dem Satz, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Das kann doch nicht das Letzte sein. Ich meine, sonst gäbe es uns heute nicht, wenn wirklich das Letzte wäre. Die Frage für mich, die mich umtreibt, ist, warum macht Markus das? Warum hat der Schreiber des Markus-Evangeliums das Evangelium enden lassen mit diesen, ja, doch sehr traurigen, nüchternen Worten? Die Frauen zittern, haben Angst und sagen, wenn wir das den Männern erzählen mit der Auferstehung, die sagen, ihr habt einen Vogel, brauchen wir gar nicht erzählen. Wir behalten das lieber für uns. Kennen wir vielleicht selber auch, wenn uns irgendwas ganz Besonderes passiert ist, dass wir sagen, nee, das erzählen wir mal lieber nicht. So geht es den Frauen. So endet das Markus, das älteste Evangelium, was wir in der Bibel haben. Sagen wir lieber nichts davon. Warum, habe ich mich gefragt, lässt Markus das Evangelium so enden? Ich kann es mir nur so vorstellen, dass er die Gemeinde, die dieses Evangelium gelesen hat, so wie wir es ja auch lesen, dass diese Gemeinde zum Nachdenken kommt. Was bedeutet für mich Ostern? Will ich drüber schweigen? Löst das bei mir nur Furcht oder Zittern, vielleicht auch nur Lachen aus, wie ja auf diesem einen Bild gerade auch? Oder erzähle ich es weiter? Diese unglaubliche Botschaft, weil sie mich angeht, weil sie mich aus dem Alltag herausreißt. Die Auferstehungsbotschaft war nicht etwas, wo die Leute mit gerechnet haben. Da ist niemand nach Hause gegangen nach der Kreuzigung und hat gesagt, nun warten wir mal 3 Tage ab. Und dann feiern wir Auferstehung. Sondern alle war klar, dieser Jesus ist tot, die Geschichte hat sich erledigt, wir brauchen darüber nicht mehr ein Wort zu verlieren. Und dann passiert etwas, was die Menschen verändert hat. Von dem Paulus sagt, ich bin der Letzte, der das erlebt hat. Aber mein Leben hat es total umgekrempelt. Und wir lesen in den Evangelien, in den anderen Evangelien und dann ja am Schluss Markus, was man dann dazu geschrieben hat, auch, wie ein Petrus, ein Thomas und andere Jünger je auf ihre Weise aus ihrem Alltag rausgerissen wurden und erkennen mussten, dieser Jesus, den wir schon für tot gehalten haben, er lebt, er hat sich uns offenbart, er hat sich uns gezeigt. Und für mich ist immer so, ja, was mir die Sache so handfest macht, ist, dass von diesen 11 Jüngern, später kam ein 12. dazu, von diesen 12 Jüngern nur ein einziger, nämlich der Johannes, alt, lebenssatt, im Bett gestorben ist. Alle anderen sind als Verkündiger der Auferstehung im Laufe der Zeit ums Leben gekommen. Also das, was sie dann als Auferstehungshoffnung erlebt haben, hat sie so gepackt, dass sie ihr ganzes Leben dafür eingesetzt haben. Ein Paulus hat alles zurückgelassen, was er hatte, und gesagt, das ist es wert, für diesen Auferstandenen durch die Welt zu reisen.
Das ist für mich die Auferstehungsbotschaft, wo sie greifbar wird. Denn die Bibel, das ist das Interessante, erzählt uns nie, wie das passiert ist. Sie erzählt uns nie, so ist die Auferstehung gegangen. Sie erzählt uns immer nur, wie Menschen diese Auferstehungsbotschaft erfahren und wie diese Botschaft sie verändert. Und so gesehen sind auch wir Auferstehungszeugen. Dann, wenn wir diese Botschaft hören und sie uns verändert. Dieser letzte Satz, wenn wir diese Botschaft hören und sie uns verändert, da möchte ich kurz den Bogen schlagen zu dem Lied, das wir auch nach der Predigt gemeinsam singen werden. Ich für mich habe einfach gemerkt, es fällt mir unglaublich leichter, anderen Menschen etwas zu erzählen, wenn ich selbst von dieser Sache überzeugt bin. Ob es jetzt was mit dem Glauben zu tun hat oder ob es was mit meinem vergangenen Studium zu tun hat, mit meiner Arbeit. Wenn ich davon überzeugt bin, erst dann fällt es mir leichter, auch anderen davon zu erzählen. Und das Lied, das wir auch nach der Predigt singen, das redet eben oder soll uns allen einfach mal die Möglichkeit geben, durchzuatmen, weil es heißt auch, kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Und ich glaube, das ist auch diese Kernessenz von Ostern, dass wir einfach uns selbst mal diesen Moment geben, diese Zeit nehmen, einfach mal für uns zu verstehen, was Ostern eigentlich bedeutet. Und dann fällt es uns auch leichter, mit anderen drüber zu sprechen. Zumindest geht es mir so, vielleicht nicht jedem von euch. Und ich denke, jeder hat dann seine eigenen Arten und Weisen. Ja, aber ich denke, Ostern muss uns erstmal selbst im Herzen verändern und dann fällt es uns auch leichter, diese Veränderung mit rauszutragen. Früher in der Christenheit hat nicht der Pastor am Ende einer Predigt Amen gesagt, sondern die Gemeinde hat Amen gesagt. Nämlich Amen heißt, so ist es. Die Gemeinde hat dem zugestimmt. Ich sage jetzt einfach mal Amen. Gott hat uns
Also hier klang es gut.